Moin Leute, euer ExoWorks hier und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute zeige ich euch, wie man ArcSoft Showbiz installiert und es benutzt. Ja, kurze Erklärung, ArcSoft Showbiz, was ist es eigentlich? ArcSoft Showbiz ist ein Programm, was es kostenlos zu jeder HDPVR und HDPVR Gaming Edition dazu gibt. Vielleicht auch zu der Hauptauge Colossus. Und zwar diese Dinger, die ich jetzt genannt habe, sind Capture-Boxen bzw. eine TV-Karte von der Firma Hauptauge. Oder keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist ja auch egal. Und zu diesen Boxen, zu diesen Aufnahmegeräten, Hardware, gibt es immer diese ArcSoft Showbiz CD dazu, bzw. die Software. Wenn man sie nicht dazu bekommt, gibt es die auch bei dem Hersteller als Download. Und ja, die gibt es halt dazu. So, kurze Sache, ich habe die Disk-Version. Wie immer Windows 7 Ultimate 64-Bit und wir können jetzt hier einfach mal raufklicken. Ja, ich habe jetzt den Autoplay nicht bei mir aktiviert. Aktivieren einfach mal so den Autorun hier und ja, wir starten von der CD. Hier sieht man Hauptauge, den Hersteller. Wir haben jetzt hier die Möglichkeiten, welche Sprachen wir wollen. Wir können Englisch, Griechisch, keine Ahnung, Italienisch, Japanese, Tschechisch, Chinesisch, Linglong Dingdong, Holländisch, Finnisch und wir nehmen natürlich Deutsch. So, Schritt 1 und Schritt 2. Schritt 1 ist die Treiber installieren. Das macht man, indem man die Box bzw. die TV-Karte ranschließt an den PC. Dann werden die Treiber installiert. Und als nächstes wird ArcSoft Showbiz installiert. Da steht natürlich alles beschrieben. Kann man ganz einfach machen. Ist ja immer alles schön erklärt. Ja. Wenn wir das getan haben, ist dann die Software auf unserem PC. Und hier ist er. ArcSoft Showbiz starten wir. So, ihr müsst jetzt... Ich habe jetzt zum Beispiel die HDPVR-Box. Ihr müsstet den USB eingesteckt haben und müsst die Box aktiviert haben. Beziehungsweise ihr müsst auch ein Audiogerät, eine Konsole, beziehungsweise das Gerät dran haben, was ihr aufnehmen wollt. So, mit ArcSoft Showbiz kann man aufnehmen, bearbeiten und erstellen. Meistens ist der Bearbeiten und Erstellen-Modus dafür gedacht, dass man direkt auf eine CD brennt. So ist eigentlich von dem Programm her das hier meint. Worum uns es geht, ist der Punkt Aufnehmen. Wir klicken mal auf Aufnehmen und Capture-Modul. Jetzt wird hier kurz geladen. Das Capture-Modul, das ist die HDPVR-Box. So, jetzt sieht man hier auch schon Hauptauge HDPVR, Capture-Device. So, Videoeingang, bla bla. Wir haben jetzt kein Bild hier. Und dazu muss ich mal kurz meine PS3 einschalten. Vielleicht habt ihr es piepen hören, ich weiß es nicht. Und gleich müsste der Modus umschalten. Dann kann ich genaueres erklären. Ja, man sieht hier schon, aktuelle Codierungsbitrate hat sich gerade bewegt. Jetzt nochmal. So, da haben wir doch. PS3. Jetzt sieht man auch schon Eingabeauflösung 1280x720. Und der aktuelle Codierungsmodus 0,0 MB. Naja, das stimmt nicht so ganz. Da müsste jetzt was anderes stehen. So, wir können uns jetzt hier einfach mal frei im PSN-Menü bewegen. Im PlayStation XMB. Und ja, man sieht so Qualität, wie man es halt kennt von der Konsole selber. Da müsst ihr natürlich auch in der PS3, das kann ich auch nochmal kurz zeigen, da müsst ihr den Anzeigemodus ändern. Und zwar gibt es immer Cinch-Kabel, beziehungsweise, naja, Cinch ist ja nicht das Komponentenkabel. Und das müsst ihr über das Komponentenkabel geklemmt haben. Ja, ihr seht, Komponenten-D-Terminal. Und ich habe 720p aktiviert. Es gibt auch 1080, kann man auch machen, 1080i. Aber finde ich nicht so pralle, weil die meisten Spiele eh nur 720p haben oder nur hochskaliert werden. Und aus dem Grund 720p, das reicht völlig. Ja, was kann ich noch sagen? Kommen wir mal zu den genauen Sachen, wie die aktuelle Codierungsbitrate und so eine Einstellung halt. So, am besten klickt ihr, egal bei welchen, mit was ihr aufnimmt. Nehmt ihr eine Xbox auf, eine Wii oder Spaß haben. Ich habe zum Beispiel geschafft, meine PSP ranzuklemmen. Wenn ihr die Kabel habt, geht alles. Also, ja, auf jeden Fall, klickt auf PlayStation 3. Es ist scheiße, mit was ihr aufnimmt, sondern es geht um das Format, was ausgespuckt wird. Wechseln wir auf Xbox 360, ist es MP4. Hier gibt's AVC HD, TS2, oh, ach, TS2 sag ich schon, in TS-Speicherformat. PlayStation 3 ist M2 TS. Ist mitunter eins der kompatibelsten, beziehungsweise besten Formate, die man so nehmen kann. Von der Box hier, beziehungsweise so zum Verarbeiten allgemein für Videos. Finde ich persönlich jetzt. So, PlayStation 3 klickt, Hardware-Beschleunigung immer aktiviert lassen, läuft geschmeidiger, PC-Audio-Mode,
Zwei-Kanal-Stereo habe ich jetzt drin. Ja, dann halt, welche Eingänge sind und welcher Eingang im PS3 ist zum Beispiel jetzt immer. Und dann können wir die Geräteeinstellungen machen, brauchen wir nicht. Wir haben die Hauptauge, PVR und Formateinstellungen. So. Hier können wir nochmal diverse Hauptauge-Encoder und Video-Encoder und was man nicht alles hat, kann man hier einstellen. Und ich persönlich benutze auch den AC3-Sound. Jetzt sieht man hier aktuelle Codierungsbitrate 13,5, ist natürlich die beste Qualität, die geht. Und man könnte jetzt zum Beispiel spaßhalber auf Aufnehmen klicken. Klicken wir jetzt einfach mal rauf hier. Jetzt seht ihr, jetzt nimmt er auf. So. Dann seht ihr auch hier, wie eine Datei erstellt wurde. Und wir können mal kurz hier umher switchen so ein bisschen. Können meinetwegen auch mal kurz in PlayStation Store gehen. Einfach nur um zu zeigen, okay, es geht. Und ja. Gucken wir mal kurz hier ein bisschen durch. Aktuelles, was gibt es hier? So. Ja. Hier können wir einfach auch ein bisschen umher gucken. So, und die Box nimmt halt jetzt auf, alles, was wir machen. Und jetzt können wir auch wieder auf Stopp klicken. Auf Stopp, ja, auf Stopp. Auf Stopp klicken. Und jetzt kommen wir an ein Menü, wo das Video ist. So, jetzt seht ihr auch, dass das Video auf dem Desktop ist. Jetzt könnt ihr weiter verarbeiten das Video per Box. Oder ihr macht es jetzt ganz anders. Jetzt können wir die Scheiße eigentlich löschen. Da braucht ihr keine Angst haben. Zu das Programm. Und schon habt ihr hier das Video. Jetzt könnt ihr das Video mit x-beliebigen Bearbeitungsprogramm, Renderprogramm, irgendwas könnt ihr jetzt aufmachen. Das ist eine ganz normale Datei hier. Einfach mal öffnen. Seht ihr? Ups. Ist jetzt genau in 720p und mein VLC-Player spackt hier ein bisschen rum. Originale Qualität, wunderschön. Mit Sound, alles. Und ist auch nicht mal so groß. Also ich habe jetzt, wenn ich immer so aufnehme, so eine, ja, wie kann man das jetzt vergleichen? Wenn ich mit Fraps aufgenommen habe, hat er immer sehr viele Teile geschnippelt. Und waren riesig große Dateien. Hier haben wir jetzt 34 MB für 32 Sekunden, also ich sag mal, für eine Stunde Aufnahme 5 GB oder 4 GB ist so im Rahmen immer. Und ich finde es eigentlich ist eine sehr geile Sache. Und ja, liebe Leute, ansonsten war es das soweit jetzt. Habe ich euch alles soweit erklärt. Ihr könnt jetzt damit einfach weiter arbeiten. Ich nehme zum Beispiel mit Outer City noch nebenbei auf, dann immer mein Mic. Und schneide das dann am Ende nur zusammen. Ja, liebe Leute, aber ansonsten, das war ArcSoft Showbiz. Mit mir, euren Excelbox. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mal einen Kommentar drunter machen, könnt auf meinen Kanal gucken, würde mich freuen. Ansonsten, liebe Leute, würde mal sagen, haut da mal rein. Ich bin euer Excelbox und see ya.